Code Wayne endlich mal besorgt. Und das werden wir jetzt erstmal zocken. Und ich hoffe, es gefällt uns so sehr, dass wir das richtig suchten werden. So, auf jeden Fall müssen wir erstmal die Lautstärke ein bisschen reduzieren. Sonst fallen mir nämlich die Ohren ab. Ist einfach zu laut. Na, 60% müsste reichen. Ja, machen wir mal alles auf 60%, das müsste gehen. So, und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich hatte es mal ein bisschen angezockt, aber nicht lange, so 3-4 Minuten. Und ich denke mal, jetzt geht's richtig los. Good morning. Hey, can you hear me? Think back. Search your memory for an image of yourself. Nehmen wir erstmal den Namen. Natürlich, wie heißen wir auf Twitch? Wie heißen wir auf YouTube? Just Svenny, genau. So, eine Mischung aus Just Svenny ist dann, na, Spitzname. Und mal Jenny. Ja, aus Just und Svenny machen wir Jenny. So, gehen wir mal auf weiter. Charakter natürlich männlich. So. Also, ich bin nicht so der Freund, dass ich sage, ich müsste die Figur extra anpassen. Man könnte das theoretisch machen. Aber es ist mir eigentlich egal, muss ich sagen. Ich will einfach das Spiel spielen. Und ob die Figur jetzt lange Haare, kurze Haare hat, blaue, grüne Augen, ist mir erstmal egal. Wir zocken das Game. Und das ist entscheidend. Das muss Spaß machen. So. Und zwar auch mit diesem Charakter hier. Yeah. That's what you look like. Now, we can finally meet. So, das kenne ich noch aus der Eingewöhnungsphase, als ich das erste Mal gezockt habe. Das sieht natürlich, sage ich mal, grafisch, wenn man so guckt, nicht so schick aus. Aber das ist täuscht. Gleich wird es nämlich richtig schick. Das ist jetzt hier quasi nur ein Tutorial. Das können wir aber auch überspringen. Ich denke mal, wir werden im Spiel noch selber ganz viele Anleitungen bekommen. So, willst du das Tutorial überspringen? Auf jeden Fall. So. Jetzt fängt das eigentliche Game richtig erst an. Welcome back. Hello. How are you feeling? Oh, das sieht nach einem harten Kampf aus. Also, da scheint es ganz schön gescheppert zu haben. Sieht aus wie nach einer Explosion und er wird wach. Was passiert? Aber wirklich alles in Schutt und Asche gelegt. Don't worry, it's okay. I don't remember either. Ach, sie hat auch keine Erinnerung. Okay. Willkommen im Tal der Ahnungslosen. Over there. Der Name ist auch geil, ne? Mädchen in Weiß.
Warum hat man ihr nicht einfach einen Namen gegeben? Okay, aber liegt wahrscheinlich daran, dass sie sich nicht an die Namen erinnern. Oha. Ja, den hat's echt erwischt. It's dry, isn't it? Kann kaum laufen, ne? Schon krass. Also sieht man mal den Unterschied zu dem Anfang, Tutorial und jetzt. Sieht schon sehr nice aus, muss ich sagen. Auch die Videosequenzen. Just a bit farther. Er läuft so ein bisschen, als hätte er sich in die Buchse gemacht. Boah, der scheint echt fertig zu sein. It seems everyone, everywhere is thirsty. There is a spring that will cure that thirst, one that weeps tears of blood. That's what they said, anyway. This way. Oh, was durchlebt er denn für Verwandlung? Sie hat Vampirzähne, okay. Ist alles Vampire, oder? Das nenne ich doch mal eine Gartenpflege. Lässt man einen Tropfen Blut runterfallen und dann wächst gleich ein Baum. Okay. So, it is you. Ja, aus wie so eine Blutträne, oder? Ist das so eine Art Frucht oder was soll das sein? Hier. This is for you. Okay, das würde Sinn machen, wenn das Vampire sind und die sich daran nähern oder laben, dann natürlich geil aus, ne? Weiß-Rot ist immer eine gute Kombination von der Optik her. Oh nein. A new spring and a fresh source of labor. Das riecht nach Ärger, würde ich sagen. Get up. It's time for a bit of fun. Okay, dass die alle eine Maske aufhaben, erinnert uns gerade an die Corona-Zeit. Aber Code Vein, Vein heißt doch Vene. Hm, Code Vene? Klingt ein bisschen komisch, aber. You're awake then. Whoa, keep it down. Your friend just fell asleep. So. Okay, hier können wir sprechen. Alles klar, erinnert mich auch an die heutige Zeit. Maske nicht vergessen. Number 3 and 4, newcomer. Check your gear and come up. Okay, dann klettern wir mal hoch. Alter, das geht aber ziemlich flink. Ich würde gerne diese Zwischensequenzen lesen, aber Rechner lädt zu langsam. Zu schnell. Damn it. We're running out of time before the next collection. Everything's ready. Right. I'm on my way. All dried up. Just like the others. Yeah, all dried up. So there's no sense in searching with the miasma like this.
let's... Den Schnitt habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden. You know what these are, right? Wenn man sieht den Anfang... Right? Nee, das Ende sozusagen, wie er fertig am Boden liegt. Dann die nächste Szene, wie er eine Leiter hochklettert. Und jetzt auf einmal ist schon wieder was anderes. I'm afraid we won't have any blood beads to give them. If we don't find some, Silva's hounds will strip the shirts right off our backs. Well, that's the long and short of it. Why does it have to be us? Don't ask me. The stupid levy system was Silva's idea. If you have a complaint, I suggest you take it up with him. You lot go first. Get to work. Ja, aber ich vermute mal, das klärt sich dann noch alles auf, ne? Wenn jetzt hier alles so hin und her springt in der Story. For now we just have to obey. Next. Whoa there. You wait here with us. You can have this one back when you return. In exchange for any blood beads you find, of course. Ach, and I hear the hunter has been showing up around. Ich glaube, jetzt geht mir mal Licht auf. So make sure you don't all get killed. Wir waren da unten im Gefängnis. Sind dann, sage ich mal, haben die Maske aufgesetzt, sind nach oben geklettert. Oder? Ja. Genau. Wir waren schon gefangen, sozusagen. Ouch. Hey, you okay? Das habe ich beim letzten Mal auch noch gesehen. Die werden von da oben runtergelatscht, in ungefähr 20 Meter Höhe, und er sagt, ouch. Der Oliver, endlich mal ein Typ mit Namen. So, was haben wir denn in der Hand? Wir haben hier eine Brechstange in der Hand. Was können wir damit machen? Damit, so können wir zuschlagen. So, B ist springen. So können wir auch schlagen. So ist blocken. Okay, da muss ich mal gucken. So, hier können wir... also können wir uns heilen, ja? Was ist das? Regeneration. Ichokonzentrat. Okay. Ja, dann wollen wir mal los. Hier können wir auch noch auswählen. Da können wir auch noch ein bisschen zaubern irgendwie. Das muss man mal in Ruhe angucken. Verluststsplitter. It's just a dormant state before they turn into real monsters. So I've heard. Ah. Okay. You have to use whatever you can to survive. Ichokonzentrat. Da muss der mal gucken, was das ist. Die zu zweit sind die ja bis jetzt noch zu schaffen. Verluststsplitter. Ah, da ist ja noch einer. I feel dizzy. Auch wieder was einsammeln. Können wir die eigentlich auch zerstören? Ja, ne? Okay, prima. So, Regeneration Einsatz aufwerten. LP stellst du durch Regeneration wieder her. Rasten an Misteln füllt deinen Regenerationsvorrat auf. Die Anzahl der Regenerationen, die Menge der wiederhergestellten Lebenspunkte erhöhst du, indem du die Regenerationserweiterungsfaktor und Aktivierungsfaktor nutzt. Regeneration setzt du unterwegs wie Gegenstände ein. Gegenstand zur Benutzung wählen und dann benutzen. Okay. Klingt ja noch sehr plausibel. Ach genau, das weiß ich gar nicht. Ist das ein Schlag? Es sieht aus wie ein Schlag, aber ich habe das beim letzten Mal getestet. Das hat dann irgendwie nicht viel gebracht, glaube ich. Nee. Aufnahmen. Das ist auch der Grund, warum ich kein Tutorial mehr spiele, weil
im Spiel selber wird Anja nochmal genau gesagt, was man machen muss und machen kann. Is there something good in there? Oh, schwere Axt haben wir bekommen. Auch nicht schlecht. Ausrüstung und Beschränkung. Okay, so kann ich die Haupt- und Nebenwaffe wechseln. Ja, aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Alter, was ist das denn? Alter, ist die fett. Aber kostet auch unheimlich viel Kraft. Ne? Ja. Müssen wir mal gucken. Wir werden das im Laufe des Games auch nochmal testen. Was jetzt hier für uns besser ist. Splitter. Ach du heilige Neune. Ist doch noch einer, der Ärger haben will. So. Do you have enough healing to go on? What could that be? Also ist bis jetzt ist zwar ein Actionspiel, aber ich muss sagen, nicht zu hektisch oder stressig. Ist soweit ganz in Ordnung. Wenn ich da runterfalle, haben wir ein Problem. Da geht's nicht weiter. Mal gucken. Wir werden bloß nichts übersehen. Whoa, that's scary. Hier können wir auch nicht runter. Hier geht's noch lang. Wiedergewinn von Dunst. Wenn du stirbst, verlierst du sämtlichen Dunst, den du aktuell besitzt. Du hast. Du kannst dir diesen verlorenen Dunst zurückholen, indem du wieder an der Stelle gehst. Okay, wo du gestorben bist, ne? Go for it. Das war ja so relativ einfach. Wooden boxes. Who stacked them here? Oh. Noch geht es so einigermaßen ohne zu blocken. Weiß auch gar nicht, ob man da was looten kann, ob in den Boxen was drin ist, aber es stellt sich noch raus. So. Fokussierte Hand. Fokusleiste fühlt sich, wenn du getroffen wirst und angegriffen ausreißt. Sie voll die Ausdauer aufgefrischt und du fokussierst. Du gerätst. So RB und Y Angriff durchführen. Auch Gegner können sich fokussieren. Okay. Auf die Energie achten. Hat er nicht schlecht, was er denn jetzt gemacht? Ja, wahrscheinlich irgendein Combo oder so. Aber Energie geht schnell runter, ne? 460 von 845. Also, das ist schon nicht ohne, muss ich sagen. Oh Mann, ich hoffe, dass wir hier auch mal Energie finden. Bajonette Verlorenen. Okay. Also, wir haben denn jetzt... die Waffe. Das ist natürlich ein Klopper, ne? Muss man echt sagen. Also. Ich glaube, wir heilen uns mal, ne? Wanna keep going? It might be smart to head home. Müssen wir aber langsam Energie einsammeln. Jetzt kritisch. Wir sind noch nicht mal weit gekommen, ne? These masks are the old type. Hard to breathe in them. How are you? Okay, die Typen werden auch schon ein bisschen fieser. Da hinten hat auch eine fette Rüstung. Oder habe ich
wieder irgendwas aktiviert, was ich nicht aktivieren wollte. Warum schlägt man da jetzt nicht? Was ist das denn? Ja, die Waffe ist zu schwer, das hat keinen Sinn. Das ist der von Anfang? Dann hatten wir doch noch eine andere, ne? Ne, wir haben nur die beiden. Okay, ich dachte, er hätte noch eine Lanze oder irgendwas eingesammelt. Breitschwert verloren. Ja, wir brauchen erstmal mehr Kraft, also wir bleiben erstmal bei der Stange. Müssen halt einmal mehr zuhauen. Nice aus. Antike Münze haben wir gefunden, okay. Der hat natürlich schon eine ganz andere Waffe als ich. Aber okay, hat wahrscheinlich auch mehr Kraft. So, ich weiß auch gar nicht, ob es hier irgendwelche Secrets gibt oder so. Hm, irgendwie nicht. Wir sollen, dass man mal irgendwie eine Wand aufschlägt oder so. Hier zum Beispiel, sieht so brüchig aus. Nee. Okay, dann gehen wir mal die Leiter hoch. Was ist das? Karte anlegen. Wenn du eine Erkunde im Yamasa in der Gegend neutralisierst, kannst du eine Karte Umgebung anlegen. Ah, okay. Haben wir eine Karte. Können wir uns an der Mistel auch ausruhen, um unsere Energie wieder aufzuladen? Nee, ne? Leider nicht. So, jetzt geht's hier einmal nach unten. Dann geht's hier lang. Gucken wir hier erstmal. Können wir hier noch irgendwas looten oder so? Nee. Obwohl doch, hier geht's auch weiter. Ah, jetzt habe ich die... Das, was da stand, übersprungen. Ich hoffe, ich da noch was finde, irgendwie, was mir dann hilft. Okay, die wehren sich kaum. Das ist gut. Ich hoffe, das bleibt so. Verlustsplitter. Okay, hier sind wir wieder am Ende. Okay. Ah, sorry. Dann müssen wir ja mal zurück. Das Atmosphäre ist auch nice irgendwie. Es ist Action, aber in einer ruhigen Atmosphäre irgendwie. Das gefällt mir. Ist ja nicht ganz so hektisch, mehr ruhig. Ab und zu kommt mal einer, gibt es einen auf die Mütze. Okay, und jetzt müssen wir die Treppe runter. Was denkst du, das ist? Ah, hier ist noch eine schöne Truhe. Blaue Hunde. Ich mach mir echt Gedanken um meine Energie. Ich dachte schon, die... Ah, bei der Mistel ausruhen. Okay, jetzt müsst ihr die Energie wieder aufladen, ne? Stufenanstieg, Stufe 1. Was haben wir denn? Waffe 44, 95, 2. Kann ich denn irgendwas leveln oder so? Stufe 2. Der Dunst belebt deinen Körperzellen, verbessern Kampffähigkeit. Okay. Alles klar, weiter geht's nicht, aber das ist schon mal ganz gut. Ja, wir sind jetzt auf 2. Jo. Energie ist auch aufgeladen und wir haben wieder Energie 3. Das ist auch gut. Also wir können uns dreimal wieder heilen. Das ist auch nice. Oh, der schläft. Okay, hat er irgendwas, was ich mitnehmen kann? Nee. Yeah!
Ja, mein Partner schlägt ganz gut zu, das gefällt mir. Ich brauche keine Energie verloren. Aber wir gucken hier nochmal, ob wir irgendwas übersehen haben, was wir einsammeln können. Mir ist ja mal ganz lieb, wenn man in so einem Games wirklich nochmal alles durchsucht. Irgendwelche Gänge. Oder irgendwelche Geheimtunnel. Und wirklich weiß, man ist nicht weitergekommen, weil man einfach irgendwas übersehen hat. Jetzt habe ich eben nicht mit Y... Ich habe eben Y gedrückt und irgendein Menü hat er aufgemacht. Warum auch immer, ich konnte auch nicht zuschlagen. Ja, aber ist noch nicht kritisch. So, hier waren wir aber schon. Hier haben wir doch die Kiste geöffnet. Sind wir einmal im Kreis gelaufen sozusagen, ne? Okay. Oder doch nicht. Vielleicht sieht es auch noch so ähnlich aus. Vielleicht gibt es auch mal Kisten, die einfach offen sind. Okay, wenn man zuschlägt, machen die eigentlich nichts. Ist natürlich auch sehr nice, das Game für Multiplayer. Sieht auch richtig schick aus. Wenn wir uns ein bisschen schonen wollen, dann lassen wir mal unseren Mitspieler irgendwie draufkloppen. Ja, quasi ein computergenerierter Spieler hier. Die kennen wir auch schon, die haben wir schon mal gezockt. Da waren die drei Typen hier. Und der Typ, der schießt. Ich könnte doch mit Y auch irgendwie noch einen anderen Schlag ausführen, oder nicht? Jetzt heilen wir uns mal wieder. Haben die noch was liegen lassen? Nee. Ja, hier waren wir schon. Den Typen kennen wir auch. Das ist ja seltsam. Kennen wir auch schon. Irgendwo müssen wir dann nochmal abbiegen oder so, wenn wir jetzt hier im Kreis laufen. Ich finde es aber komisch, dass die Gegner wieder spawnen. Sogar bei mir zu hier. Was ist denn eigentlich dieses? Dieses Ichion oder so. Hm. Oh, komisches, schleimiges Vieh. So, genau. Das ist das, wo ich hier rechts letztes Mal geguckt habe und gesagt habe, oh, vielleicht geht hier was kaputt oder auf. Das heißt, wir haben einen Weg gefunden, dass wir wieder zurück konnten. So, und da sind wir runtergegangen. Hier haben wir die Karte bekommen. Hier ging es ja irgendwie nicht weiter, ne? Hier ging es runter, dann war da ein Gegner, dann haben wir irgendwie irgendwas gelootet. Da ging es rechts lang, hier ging es ja auch lang, ne? Ah, da war es, muss es lang. Alles klar. Oh, didn't they pass us earlier? Are you okay? Did you get hurt? Alter Falter, ey.
Wer ist er denn, ey? Hat der jetzt meinen Mitspieler platt gemacht, oder wie? That could have gone better. Ey, ich brauch den. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. Kann man die nicht heilen oder so? You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Scheiße, jetzt zocken wir erstmal alleine. So, aber eins will ich nochmal testen. Also, das ist der normale Schlag. Mit Y gibt's den Schlag. So. Das ist der. Den haben wir auch kaum genutzt. Da können wir springen. Das ist Abwehr, okay. Schlägt einfach dazwischen. Ja, richtig zur Wehr setzen die sich nicht, wenn man trifft. Das ist keine Garantie, dass das lange so geht. Der ist vergangen, der hat auch gleich einen schönen Punkt da gelassen. Verlustsplitter. Das sind nix. Das sind auch alles so eine Blutsauger hier. Aber wir gehen erstmal hier lang kurz. Ah, da sind drei. Nee, wir gehen doch mal hier lang. Alter, scheiße. Das ist ja groß. Ich würde sagen, wir müssen hier weg. Keinen Sinn, wir müssen hier weg. Vergessen. Wir müssen hier erstmal weglocken hier. Scheiße. Sind so viele. Das hier eigentlich, wenn ich das drücke und ich drücke Y, ich will gleich mal testen, da irgendein Bonus oder so. Das Weglaufen war auf jeden Fall strategisch ganz gut. Wenig Sinn gehabt, sich da mit denen zu prügeln. Aber der müsste jetzt hier noch sein. Schlägt er, da wächst kein Gras. Echt schwer. Oh. Der trifft doch echt an Stellen, wo ich keine Möglichkeit habe. Ja, jetzt bin ich schon tot, okay. Wahrscheinlich muss ich da die fettere Waffe nehmen irgendwie. Ein bisschen ausruhen. Versuchen wir es mal hier mit. Ich glaube, damit auch mehr Dampf bei dem anderen Kollegen hier. Das sind Spezialschläge. Ja,
hatte Jessica recht. Eine Kollegin von mir meinte schon, die ersten Gegner sind richtig schwer. Und ich dachte so, naja, also ich kämpfe ja gegen welche, die sind sehr leicht. Aber der erste große Typ, wo ich ganz alleine war eben, war echt schon hart, ey. Müssen wir mal gucken, genau lang mussten. Ja, wenn man nicht daneben schlägt oder so, geht's ja auch. Optimal, wenn beide daneben schlagen. So. Gott sei Dank heilen, ne? Was machen die hier überhaupt? Das sieht gar nichts, ne? So. Okay, hier müssen wir rüber. Rollen wäre gut. Kann zwar laufen hier, das ist gar nicht, also auch schnell laufen, aber rollen wäre besser. Ja, das Game ist echt schwer, muss ich sagen. Also ich dachte so, naja, bleib's mal locker. Aber, es ist nicht ganz ohne, muss ich sagen. Okay, den könnte man schlagen und dann zurück. Vielleicht auch eine gute Strategie. Okay, da ist er auch sehr schnell mit. Jetzt zurück. Jetzt wieder Angriff. Zurück. Und dann wieder angreifen. Ja, das geht ganz gut. Mal gucken, wie haben wir das überhaupt gemacht, dass wir leveln konnten. Blutbefleckter Flock. Was ist das denn? Nadel der Einheit. Möchtest du dem Misch zurückkehren? Nein. Ach so, da können wir die unsere können wir auswählen, wo wir welche Mission wir spielen. So, was haben wir denn da? Werte, Inventar. Was ist das denn? Chemisches Licht leuchtet, wenn der Inhalt gemischt wird. Als temporäre Markierung nutzen. Okay. Multiplayer, Medaillen. Gegenstand Schnellmenü bearbeiten. Gestenschnellmenü. Fotomodus Hinweis lesen. Okay, ist Einstellung. Lebensschub. Erhöht maximale. Aber schon. Okay, weil ich mich gefragt habe, wo haben wir denn letztes Mal gelevelt? Wie haben wir das gemacht? Welchen Knopf haben wir da gedrückt? Achso, das kommt, wenn wir an dieser Lebenslinie sind oder so.
So, zurück. Und jetzt. Okay, jetzt haben wir uns so ein bisschen aufgeladen und sind da ein bisschen fixer. Okay, prima. Hat eben wieder nicht geschlagen. Jetzt drücke ich wieder und es schlägt nicht. Was soll das denn? Ob er da wieder irgendein Menü aufgemacht hat? Ja, das könnte ich schon wieder kotzen, ey. Aber falsch gedrückt. Ja, das ist schon eine andere, das ist schon eine andere Hausnummer hier ohne anderen Typen hier, ein Mitspieler. So, nicht leichtsinnig werden. Ein bisschen ausweichen. So. Man soll wirklich mal so machen, dass man einfach mal ausweicht. Jetzt haben wir ja einen. Lack gemacht. Das Gute ist, wenn man zuschlägt und die werden getroffen, dann machen die wirklich nichts. Also, man muss halt nur richtig stehen. Prima. So, ich habe ja gesehen, wir haben sogar Knicklichter, falls wir die Orientierung verlieren. Ist ja durchaus gar nicht so dumm ist in dem Game. So, jetzt gehen wir mal, weichen wir mal aus. Schlagen wieder zu. Ja. Was ist denn noch einmal? Ach, ich. Dreimal Energie sogar. Machen. Ja, hier kann ich noch was einsammeln. Ach, die Punkte vom letzten Mal. Sehr gut. Das geht ja auch. Ah, scheiße. Mach dich weg. Das funktioniert ja auch. Gar nicht gedacht. Gar nicht verkehrt, das müssen wir uns merken. Das heißt, wir müssen uns nicht immer prügeln, wenn wir merken, wir kommen nicht mehr weiter. Dann sollten wir auf jeden Fall einen Kreis ziehen. Das ist schon mal sehr nice. So, jetzt rechts wäre die falsche Abbiegung. Wir müssen hier lang. Hier ist auch unser Kumpel. Okay. Versuchen wir es mal hier lang. Das heißt, wir können auch hier lang laufen. Eine Strategie. Es ist vielleicht keine jetzt für einen, der gerne Prügelgames zockt. Sich dann halt wundert, was das soll. Aber es ist ja erstmal egal. Geht ja darum, dass wir überleben. Und wenn wir hier nur erstmal durchlaufen, um irgendwie weiterzukommen, ist das auch nicht verkehrt. Jedes Game hat seine eigene Strategie. Je nachdem, wie man zockt. Ja, jetzt haben wir, okay, der scheint auch ein bisschen dicker zu sein. Dann weichen wir mal ein bisschen aus. Müssen wir nicht alles umkloppen, was hier rumläuft irgendwie. Es ist ja, Strategie heißt ja überleben. Ja. Wenn ich den da unten angreife, dann kommen natürlich die drei hier oben. Dann kann ich es auch gleich platt machen. Das geht auf jeden Fall. Wir werden jetzt schon weitergekommen. Also das ist eine Strategie, die geht auf. So, sehr gut, dass wir die hier aktiviert haben. Jetzt mal gucken. Okay, ist das mein Kumpel? Lebt er wieder?
Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment, too. But I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? Klar, auf jeden Fall. Komm mal ran hier. I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Thanks a lot. I'm glad to work with you. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Alter, hier liegt irgendwer zerstückelt. So. Zu einem Schild. Ich weiß auch nicht, ob wir da lang müssen. Das ist so. Alter! Das war aber ein schnelles Ende. Ah, nee, ich lebe noch. Alles klar. Sehr gut. Wie geht's weiter hoch? Der richtige Weg ist, wo wir jetzt hier langlaufen. Ja, hier geht es auf jeden Fall weiter. In the distance, there's the lost. Heilige Neune, ey. Okay, dann nehmen wir mal. Ist klar, der ist platt. Schlecht. König schlechter Dorn. Okay. Der sonst noch irgendwas? Nee. Okay, let's move. You can't regenerate? Let's consider heading back. Okay, ist nix mehr. Das heißt, wir müssen hier wieder lang. Die hier auch einsammeln. Was natürlich geil ist, ja, mein Mitspieler, der ist unheimlich stark. Wir ruhen jetzt mal an der Mistel aus. Gucken wir, ob wir Stufenaufstieg. Ne, fehlen unsere 352. Erwirbt Talente, Kämpfer, Code unbekannt. Da können wir auch nichts machen. Lager, Teleporter. Ach, speichern kann man hier auch. Okay. Theoretisch kommen wir ja von da. Das heißt, wir müssten eigentlich. Gucken, was sagt denn unsere Karte? Nadel der Einheit. Blutbefleckter Flock. Nee. Ich hab gedacht, das sind die Missionen, aber das scheint auch irgendwas anderes zu sein. Haben wir aber alles abgesucht, ne? Zeigt uns aber immer noch einen roten Stern oder sowas an. Natürlich einen starken Gegner, starken Mitspieler, meine ich. Natürlich sehr geil. Fall einen anderen Level kriegen, ja, das ist, sind einfach zu schwach. You handled that pretty well. That's quite valuable. Let's use it well. So.
hier wieder eine Leiter. I think we can go up here. Okay. Wollen wir hier lang gehen? Da ist die Leiter, wo ich zurückgegangen bin. Alles klar, wir müssen die nächste nehmen. Also quasi nicht die nächste, sondern die hier. Das ist schon mal sehr nice. Ja. Da waren wir noch nicht. Dass ich auch, wenn irgendein mieser Gegner kommt, meinen Mitspieler drauf hetze. Er sagt ja auch, wir können hier runter. Ja, schön. Hey, runter, nicht hoch. Blutquelle aktivieren. Sehr geil, jetzt haben wir die erste. Hier lang, ne? Ja. So, den können wir auch mal aktivieren, dann haben wir hier gleich einen Punkt. Could you fill me in on the details later? Ja, mal ein bisschen ausruhen. So, ich würde sogar sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und dann kann ich hier nämlich gleich mal speichern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Und ich würde sagen, bis dahin. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Daumen nach oben oder nach unten. Je nachdem, wie ihr Bock drauf habt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.